So, schauen wir mal. Oh, hat er jetzt das Trinket angezogen? Nee, nicht, dass ich jetzt das andere Trinket anhab. Was haben wir denn? Wir haben einen Magier, einen Heal-Shami, eine Eule und einen Vergelter. Ich bin gerade überlegen, ob es in der Inni irgendwo was gibt, wo ich jetzt sagen würde, ja, mit den Affixen ist es kacke. Manchmal bin ich so überlegen, ob ich für die Melees einfach den Wirbel soaken soll, ne? Oh nein, er hat einen Erdele. Bitte nicht, jetzt krieg ich die Viecher nicht rausgezogen. Aus den Blutpoolen. Also Erdele schön oder gut, aber bei den Blutpoolen ist es ewig ätzend, weil die dann halt nicht mehr moven wollen. Wir sind mal schön auseinander, die Mobs. Ich bin außer Reichweite. Ich muss das Spiel benutzen zu können. Nee, okay. Das war mir zu kritisch. Ich habe die Convoke abgebrochen. Wir haben Boss-Buff auf dem 18. Das war eine dumme Idee, bei drei Bossen zu versuchen, mit der Convoke da am Anfang reinzurödeln, ne? Das war jetzt... Das war eine dumme Idee. Das hätte ich nicht machen dürfen. Das hat mir am Anfang ein bisschen Schaden gebracht, aber das war ein bisschen zu risky. Ja, das hätte auch richtig in die Hose gehen können. Hätte auch instant tot sein können. Es war jetzt hier gerade maximal reingerödelt, um so ein bisschen zu gucken. Holy moly, okay. Mal desorientieren. Einen müssten wir... Was kriege ich denn hier immer auf den Latz? Also irgendwas... Okay, ich muss wahrscheinlich defensiv spielen. Habt ihr gerade gesehen? Was war denn das? Ich kriege auf einmal so einen Schaden. Hier ist das sein Cast? Kann ja fast nicht sein, oder? Der eine Cast kann mich ja nicht so aus dem Leben schießen. Wahrscheinlich kriege ich dann immer zwei, drei Sachen gleichzeitig rein. Kriegen wir den da nicht mehr rausgezogen? Ja gut, ist halt mit Boss-Buff, ne? So auf 18 war ich jetzt auch noch nicht so oft unterwegs. Da kriegst du halt dann doch schon andere Kellen rein. Den kann nochmal weg desorientieren, dann können wir den anderen Leuten helfen. Ich bin außer Reichweite. Zum Glück habe ich in der Eule am Anfang jetzt nicht so eine Schelle kassiert. Na komm, ran da. Nochmal gekickt. Ich muss das anlegen. Komm, convoken wir nochmal. Hier hätte ich jetzt wahrscheinlich in der Eule convoken können, weil das sind E2 Caster. Da dürfte es eigentlich dann fast egal sein. Na komm, raus da. Da hinten ist jetzt noch einer CC, dem müssten wir helfen, aber okay, der... Ah, der Magier hat sich rausgeblinkt, okay. Jetzt bin ich am überlegen, oh, hier, in der Instanz waren ja ziemlich bescheidene Bosse drin, ne? Fällt mir gerade so ein. Ja gut, also der eine komische Caster-Lichtboss, der geht eigentlich. Also zumindest für mich als Tank ist der jetzt... Der haut ziemlich rein, ja, aber der ist jetzt nicht so der allerkrasseste. Dann, haben wir noch? Wir haben den mit der Flagge, wo man ein bisschen moven muss. Das geht eigentlich auch, wenn wir genug Schaden haben, die Flagge zu zerstören, soll es eigentlich kein Stress sein. Und ein bisschen Movement haben. Gut, der Endboss, der ist halt ziemlich ätzend. Und dann haben wir noch den mit den Haken. Oh nein, der mit den Haken, der wird halt absolut abfuckig. Keine Ahnung, der wird halt richtig abfuck. Der wird halt richtig abfuck. Ich bin gerade überlegen, ob ich hier jetzt dann einen Haufen zusammenpullen kann. Das ist zu weit entfernt.
dem Sieger die Anima. Nehmt eure Macht an euch, Schlundgänger. Komm, fangen wir mal hier an. Machen wir mal das Ätzendste zuerst. Sterbliches Leben ist so. Oh, ich bin geslowt in dem Scheiß drin. Eigentlich ist das gar kein Stress mit den Geistern, ne? Aber ich wurde genau in dem Moment geslowt, als Double Ding kam. Ich habe mir überlegt, ob ich alle pull. Aber jetzt werden wir hier gleich Blutparty haben. Deswegen muss ich jetzt hier die am Laufen halten, die Mobs. Na shit, da vorne ist einer gerippt. Ja, die haben sich jetzt schon ein bisschen geheilt, ne? Kannst du wahrscheinlich da nicht so wirklich 100% vermeiden. Ah, das war jetzt nicht gut. Das hätte man besser spielen können. Ich weiß nicht. Alle brauchen wir hier nämlich nicht. Können den Großen eigentlich dazu pullen. Hat der noch einen? Nein, den wollte ich doch extra stehen lassen. Der Overcappen war sinnlos hier. Nein, 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 bitte zieh den jetzt nicht in das Blutding rein, weil wir haben schon wieder den... Ich hätte den wahrscheinlich auch dazu ziehen können, aber... Na... Sollen wir es verkacken? Der Shami hat gekickt. Oh boy, ist der in der Kacke stehen geblieben? Oh mein, wir haben schon den ersten verloren hier an der Void Zone. Die Orb müssen wir auch noch. Na gut, der ist jetzt gelaufen, ne? Och komm, der Magier. Jetzt hat er sein Cauterisieren dafür geprockt. Für die Void. Ja gut, hier ist er schon. Der sollte sich am besten ganz außen hinstellen. Sonst haben wir jetzt dann gleich den ganzen Platz voll geschüttet. Naja, ich hab's befürchtet. Naja gut, die despawnen. Okay. Gut gekämpft. Nehmt nun seine Macht. Na perfekt, der hat jetzt die Orb mitgenommen. Rechts rum? Jetzt bin ich immer anders rumgegangen, aber okay. Ich bin außer Reichweite. Ich weiß gar nicht, wo die beschisseneren Mobs sind. Links oder rechts, ne? Uhuhuhu, habt ihr das gesehen? Das hat mich jetzt fast von der Plattform gekickt. Ich dachte, kann ich stehen bleiben? Okay, müsste ausgehen. Manchmal habe ich das Ding, dass ich da nicht draufklicken kann, ne? Warum auch immer. Ah, hier haben wir halt den Heiler-Dude. Ich weiß nicht. Ich finde die Typen zum Ausweichen, finde ich prinzipiell, sind die einfacheren. Also bei dem hier muss der Heiler halt bloß genug heilen, ne? Er hat einen Link-Totem gestellt. Genau zwischendrin, ne? Bei dem anderen musst du halt ein bisschen ausweichen. Das ist eigentlich auch kein Stress. Lädt immer noch auf. Hütet euch. Hier ist das Beste, was du machen kannst. Dass sich die Leute... Ach bitte, lasst euch nicht runternocken. Dass sich die Leute so ein bisschen verteilt stellen. Hinter vorder müssen nicht immer alle moven. Wenn ich der Wirbel jetzt in den Knockback reinkickt, das könnte halt hier blöd laufen, ne? Wenn der Wirbel dich in den Knockback reinkickt, will der immer mal wieder ein bisschen nach außen phasen, dann gehen die Dinger auch nach außen. Also deswegen ist es gut, wenn du dich so ein bisschen verteilst. Komm, lauf. Oh boy.
Hütet euch. Dann sind die eigentlich total easy. Hütet euch. Hütet euch. Ich habe kein Ziel. Ach. Ey, ohne Scheiß, dieses Anklickzeug. Du hast immer einen anderen Spieler da vorne dran. Das soll Blizzard... Blizzard soll es mal so machen, wenn du irgendwas zum Anklicken hast, dass du immer, immer zu 100% das als erstes faced, ne? Egal, ob da ein anderer Spieler ist oder irgendwas, wenn da was zum Anklicken ist, immer das Anklick auf erste Prio. Das wäre halt so schön. Ich habe das so oft, dass da viele Sachen übereinander gesteckt sind und dass ich dann einfach das nicht anklicken kann. Man kriegt dann immer so einen Hass, echt. Auch bei den Orbs, ne? Fünf Leute, vielleicht bin ich auch einfach zu blöd. Kann ich die rauskicken? Nein, die kann ich nicht rauskicken. Ja, das ist halt maximal behindert. Wir hätten den Großen als erstes fokussen müssen, weil die Kleinen, die können moven. Der Große, der castet halt die ganze Zeit. Ich habe jetzt halt wieder keinen Knockback. Wir kriegen ihn halt so nicht raus. Das ist maximal dumm. Also hier musst du immer den Großen als erstes fokussen. Weil wenn er seinen Cast-Shit macht, ne, verlierst du wertvolle Zeit. Ja, es war jetzt nicht so schlimm, so in 2-3 Sekunden oder so, aber ist trotzdem halt unnötig, sagen wir es mal so. Weiß nicht, soll ich convoken oder soll ich nicht convoken? Ich erhebe Anspruch auf eure Seele. Holy Moly, der hat jetzt einen Hit kassiert, dafür habe ich meine Convoke durchgekriegt. Bin ich halt auf 10k Anfangs-DPS, ne? Ist halt die Frage, ist halt schon ziemlich risky, tatsächlich. Das ist halt hier so der Hardhitter-Boss, der Kollege. War eigentlich beim ersten AT gezogen? Schon, oder? Ich weiß halt nicht. Holy, ja, das tickt schon ordentlich, der Debuff. Jetzt mal eine Wall und eine Heilung. Hier, die Eule ist hops gegangen. Jetzt müsste ich die retzen. Seelenlos. Hat die den Debuff, hat die das verkackt damit, oder? Nee, ich opfer jetzt meine zweite Wall mal nicht. Meine Heilung mal lieber reinhauen. Eine Wall habe ich noch. Der ist hier ein bisschen kacke. Der hat eine relativ kleine eigene Hitbox. Also wo er dich hitten kann. Und wenn ich zu weit wegläufe, hittet er einen Melee. Und der haut schon rein wie ein Truck. Deswegen ist es da ein bisschen gefährlich. Okay, jetzt muss ich wollen. Tun wir mal noch defensiv convoken. Da habe ich nämlich einen Haufen mehr Leben. Seht, da komme ich auf 100k, heil mich selber dann noch hoch. Das bringt dann schon auch was. Also Convoke ist nicht nur ein Damage-CD, sondern tatsächlich auch was Defensives. Also im Raid nutze ich das seltenst defensiv, ne? Dann nutze ich es meistens offensiv, aber hier in einem Plus kriegst du teilweise schon einen Haufen mehr aufs Maul. Vor allem, wenn die Keys halt so... Jetzt ist die schon wieder tot, ist die... Kriegt die Eule das nicht hin, in diese Dinge reinzulaufen? Oder war das jetzt... Achso, warte mal. Ich bin voll Idiot, ne? Hier geht's rein. Die Eule hat das bestimmt absichtlich gemacht, um schneller in der Mitte zu sein. Hier, Forehead Move und so. Ich habe jetzt halt noch keine Inca ready. Ich hätte jetzt eigentlich gesagt, wir ziehen den Großen rein, aber dann habe ich wieder das Problem, dass der ständig castet und dann die Blutflächen ihn hochheilen. Deswegen machen wir das jetzt mal nicht.
Bleibt wachsam. Ihr nähert euch einem mächtigen Diener des Kerkermeisters. Könnten die eigentlich zusammen machen? Obwohl, ist halt gefährlich. Haben wir den getriggert? Oh boy. Naja, das war jetzt halt Mist, weil er seinen Cleave gemacht hat. Das war jetzt nicht gut. Ich habe ihn extra nicht dazu gepullt, weil ich mir schon dachte, dass das ätzend wird. Jetzt hat lauter Waffen hier. Nein, halt er sich da jetzt durch hoch? Nee. Okay, dem ist der Fix anscheinend egal. Der Palla hat sich mal stunnen lassen. Ja, das war jetzt halt ziemlich unnötig. Ich weiß jetzt nicht, ob ich ihn geaddet habe, weil ich zu nah dran stand, oder ob da jemand drauf geschossen hat. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Es könnte mein Dings gewesen sein. I don't know. Nehmt die Macht der Bestie. Ihr braucht sie für die kommenden Gefahren. Bis jetzt habe ich mir einmal so ein Set rausgesucht, ne, an Trades. Was ich jetzt eigentlich bei jedem von den Encountern hernehme. Ich wüsste jetzt nicht, ob man nochmal sagen könnte, oder okay, für eine andere Inni nehme ich ein anderes Set, ne? Also an Orbs oder halt an Anima-Bonis. I don't know, ob das irgendwie Sinn machen würde. Ja gut, jetzt habe ich halt wieder zur ätzendsten Gruppe nichts ready. Ich habe 48 Sekunden auf Inka. Und 30 auf Ding hier. Das ist natürlich jetzt kacke. Für die nächste Gruppe, das ist halt die krasseste in der Instanz quasi. Natürlich schon wieder blöd. Das ist zu weit entfernt. Ja, gut, Convoke könnte 11 Sekunden, bis der tot ist, könnte Convoke ready werden. Kann ich zumindest rein convoken. Machen wir das mal so. Ja. Er hat eh sein Erdele gezogen, aber ich dachte mir, komm. Könnte jetzt noch. Ja, jetzt kriege ich sie halt nicht raus, weil das Erdele Aggro von den Viechern hat. Ich hab den einen jetzt mal rausgekickt. Sind sie halt auseinander, ne, die Mobs. Lädt immer noch auf. Ich werde euren Schädel. Ja, den können wir hier dazuziehen. Das ist ein komischer Bogenschütze, der kann nichts. Oh, ich kann auch nichts. Ich sollte hier rauslaufen. Ich weiß nicht. Das Erdele, ne, schön und gut. Aber das ist so kacke mit diesen Blutflächen. Da bewegt sich kein Mob mehr und die heilen sich alle hoch. Also, ich war jetzt hier in keiner Sekunde irgendwo, dass ich sage, es ist irgendwie eng oder sowas. Wir hätten den Mobs wesentlich schneller getötet, wenn ich die einfach hätte kiten können, ne? Also halt dann, wenn sie low sind, rauskite, fertig. Um die Ecke noch rum, das ist die Caster-Gedönse. Aber so waren sie halt wieder alle verzerrt. Ein paar hatte ich, ein paar hatte das Erdele. Und dann liegen die Blutflächen halt überall. Und dann wird es halt richtig ätzend, das Tank. Das ne, irgendwie da rauszukriegen, ohne dass sich die halt die ganze teilen, ne? Ich bin auch.
Holy, ich habe mich gerade treffen lassen, aber es hat fast keinen Schaden gemacht. Irgendwie 15-20% vielleicht. Das ist zu weit entfernt. Alle den Roar abgekriegt. Sieht mit der Heilermana aus. Okay, auf geht's. Ah, ich hätte wieder Convoke starten machen können. Aber ich kann zwischendrin in dem seiner Kombi convoken. Das müsste bestimmt ausgehen. Holy. Also die Kombi hat reingehauen, aber das merkst du halt. Boss-Buff, ne? Oh boy, wir kriegen das Ding nicht rechtzeitig down. Das Low-Totem. Und die Eule ist tot. Ach komm, du bist doch Nightfee. Das kann ich mir jetzt nicht erzählen, dass du da nicht rausblinken hättest können. Also, die Eule ist Movement-Günther, ne? Jetzt bei jedem Boss hat er's geschafft hier. Komm, ich zieh jetzt mal eine Wall bei der Kombi. Dummer Movement-Günther, echt. Also selbst, klar, wir hatten jetzt Loading noch ab, ja. Okay. Aber ein Druid, der hat so viele Movement-Speed-Sachen. Kann ich mir nicht erzählen, dass das nicht gereicht hat. Ach, das sperrt Naturzauber. Ach komm, jetzt hat er meine Convoke unterbrochen. Sau dumm. Aber ich war nicht in dem Ding drin gestanden. I don't know. Oder halt allgemein Casts. Alter, da war ein Wirbel genau im Boss drin. Habt ihr das gesehen? Ich hab den Wirbel, der war genau in dem Boss drin und während ich durch ihn durchlaufen wollte, hat mich der Wirbel weggekickt. Deswegen habe ich jetzt noch gewollt, weil ich dachte, okay. Nicht, dass wir gleich verhauen werden. Der Kombi. Wenn der in die Mitte springt, habt ihr das gerade gesehen, kriegen die Leute auch Damage. Meine Wirbel, bei dem Boss mit dem Wirbel ist schon leicht fies. Oh boy. Da komme ich jetzt nicht raus. Ich wusste, dass ich es überlebt, ne? Hauptsache, dass die Flagge noch zerstört. Weil ich hätte jetzt auch mit der Soul gestellt rausdingsen können. Aber dann wäre die Flagge wahrscheinlich nicht down gegangen. So, okay. Jetzt haben wir den beschissensten noch von allen. Mal gucken. Jetzt habe ich meine Wut weggeshapeshiftet, das war jetzt eigentlich dumm. Brauchen einen Kick, okay. Oh nein, wir haben wieder das Erdele. Wie ist er da nicht rausgezogen? Holy Mobs, Moly. Also diese Mobs, die fucken halt richtig ab. Ja gut, wir hätten wahrscheinlich auch alle zusammenpullen können. Also wie lange ist denn das Erdele da? Das Erdele tankt halt die ganze Innie allein. Ich kann eigentlich AFK gehen. Ah, kacke. Okay. Nein, er hat sie zurückgegrabt. Warum? Warum hat er einen Vortex gelegt? Jetzt
kommt er da gar nicht mehr raus. Ich kick sie gerade mit Typhoon raus und der wird instant wieder. Er muss ja einen Vortex gelegt haben, oder die Eule? Oder warte mal, eine Eule dürfte. Oder kann Eule einen Vortex? Ich weiß es gar nicht. Naja, vielleicht mit der Affinity. Ja, was soll denn sonst das Grippen bewirken? Ich kann diesen Gegenstand noch nicht benutzen. Den könnte man theoretisch mit dem anderen auch zusammenpullen, aber das hat ja vorher irgendwie schon nicht so ganz gut geklappt, deswegen lassen wir das lieber. Hütet euch. Dann haben wir nämlich minus Movement Speed. Hütet euch. Also es wird bestimmt gehen, ne? Aber wir machen das jetzt halbwegs safe. Wir haben bloß noch 10 Minuten. Ich glaube, das wird nichts, wenn wir haben noch zwei. Jetzt noch relativ viel Trash und zwei große Bosse. I don't know. Da hat einer seine Orb vergessen, oder? Ist der Schami jetzt nochmal hochgelaufen? Jetzt kriege ich sie wieder nicht raus, weil sie dieses Volcanic-Ding da haben. Ich will die ein bisschen zurückziehen, dass die Pule hier hinten spawnen. Für den einen habe ich in die Ecke gekickt. Wisst ihr, weil ich muss den einen Mob jetzt hier auch gleich nochmal zurückziehen. Das ist zu weit entfernt. Hütet euch. Hütet euch. Ich weiß nicht, ob ich in die kleinen, die zwei großen reinziehen kann. Ich habe Inka ready. Oh, das ist keine gute Idee, Frostnova. Also ich glaube, wir hätten tatsächlich noch mehr immer pullen können, ne? Vor allem so bei den Packs. Ich bin außer Reichweite. Der Heiler Mana, ja. Auf geht's. 7 Minuten haben wir jetzt noch. Ich habe halt leider jetzt hier keine Inka ready. Ich muss den. Alter, okay, der haut mich. Der haut richtig rein. Es hat euch in Stücke. Mehr Ersatzteile. Kein Lauf, kleines Mädchen. Lauf. Ach so, der ist in der. Ich fange was Gutes. Keinen Lauf, kleines Mädchen. Lauf. Na boy, da ist das Loch ein bisschen weit drüben. Steh im Wirbel.
Weil hier die Ads, die hauen auch richtig raus, ne? Wenn die zu lange leben, dann ratzen die einen ordentlich weg. Also bis jetzt geht's, ne? Bei dem Boss hier. Ich hab noch zwei Walls, falls es eng wird. Jetzt haben wir halt die Mitte ganz schön zugeschüttet. Der Parler jetzt gleich viel Spaß haben. Wo ist das zweite Ad? Okay, jetzt muss ich wallen, das hilft alles nix. Alter, ich werde in den Wirbel rein. Jetzt musste ich meine zweite Wall raushauen. Er grabbt mich halt durch den Wirbel durch, ne? Ich laufe halt extra von dem Wirbel weg und er grabbt mich halt komplett durch. Da kannst du halt gar nichts machen. Aber instant gewollt. Kommen wir hier mal noch eine Convoke rein. Was haben wir denn jetzt noch? Wir haben noch 5 Minuten für den Endboss, das reicht, ne? Also 3 Minuten, also der ist schon lang, der Endboss, vor allem wenn der jetzt Bosswaffe im HT, es darf halt keiner Movement technisch ausfallen. Naja, schauen wir mal. Schauen wir mal. Dann gucken wir mal. Die 230er Teile kannst du kaufen und anlegen, ohne irgendwelche Forschung oder andere Sachen. Das geht auf jeden Fall, ja. Könnte mal fooden. Also nicht, dass das irgendwas bringen würde, aber... Ich weiß gar nicht, ob ich meinen Convoke irgendwann im Kampf sinnig durchkrieg. So, jetzt darf ich bloß selber auch nicht failen im Moven. Endlich ein würdiger Wettkämpfer. Ist jetzt halt die Frage, wann ich inkern soll. Seht meine Macht und verzweifelt. Also der Hit ist wahrscheinlich relativ hart von ihm, deswegen pull ich jetzt mal. Ich spiele defensiv hier. Ich tu mal. Ich weiß gar nicht, ob das Melee-Schaden ist, bin ich ganz ehrlich. Ich glaube, das ist Schattenschaden, ne? Ich spare jetzt mein... Also hierfür inker ich nicht. Ich inker fürs zweite oder dritte, weil am Anfang haben immer alle CDs. Und dann ist immer wasted. Ich werde wahrscheinlich eh bloß... Oder ich convoke jetzt einfach in der Phase rein hier. Oh boy, jetzt macht er seinen Seelenhit. Nee, es hat jetzt auch nicht mehr Schaden gemacht. Gut, ich hatte eine Active Mitigation, hatte ich noch drauf. Kommt jetzt das Ding gar nicht? Diese Kreise? Scheint nicht. Nochmal eine Sense. Der Heiler, ne? Hier aber gerade am Laufen. Naja, jetzt hat er bei 52 gezogen. Komm, ich tu jetzt hier. Die schnell weg, Dingsen. So, jetzt haben wir dann gleich die komischen Kollegen. Hier, Captain Charger. Müsste passen, es müsste safe stehen. Das ist immer echt ein bisschen fies, wenn gleichzeitig der Strahl und alles kommt, ne? Oh boy. Ich muss leider jetzt ein bisschen meins hier kacke ablegen. Hier ist sein Erdele, gut. Okay, Captain Charger kommt wieder, ich gehe in eine Ecke. Müsste safe sein. Du musst dich eigentlich immer zwischen zwei stellen und dann gucken, wo die gegenüberliegenden kommen, dann geht's eigentlich ziemlich easy. Ich ziehe jetzt mal noch eine Wall hier, weil wir sie haben. Ich hab nicht noch eine Wall. Easy, 18er Endtime. Nice, das war jetzt gut, das hat es Punkte gebracht. 18, naja gut.
Ja, war ein ganz netter Run mit einer Random-Truppe. Hier habe ich keins gekriegt. Ja, nice. Läuft doch. Die Woche ist aber auch gut zum Pushen, ne? Also, da geht was. Jetzt schauen wir mal, Loot. Ein Dolch, ne, den brauche ich nicht. Den brauche ich nicht. Sonst haben wir leider kein krasses Ledergear dabei, oder? Ne. Schade. Temporing, den brauche ich auch nicht. Naja.